Zurück zu Folge 3 von Hydronia. Wir waren in Folge 2 so weit, dass wir endlich was gecraftet haben, unser erstes geschmiedete Teil hergestellt haben und auch schon verkauft haben. Uns fehlt noch ein bisschen Kleingeld, um die ersten Maschinen kaufen zu können. Deswegen werden wir hier noch ein bisschen schürfen. Ich bin voll in Fahrt und nehme diese Folge direkt nach der zweiten auf und hier geht's direkt weiter im Text. Ich wollte eigentlich... Jetzt habe ich wieder abgeschaufelt, alles klar. Ich wollte eigentlich ohne euch quasi ein bisschen schon mal hier weitermachen, damit ich euch nicht mit dem Abbau nerve. Aber ganz ehrlich, mir doch egal. Sonst, wie gesagt, immer noch die Option, das vorzuspulen. Warum rechtfertige ich mich hier eigentlich, hä? Das gehört nun mal zum Spiel hier. Und ich mache schon so schnell ich kann. So, hatten wir noch ein... Ey, warum gehe ich nicht pennen? Es wird schon wieder dunkel oder wird es gerade hell? Nee, es wird dunkel. Okay. Ich merke das nie. Ich rede immer so viel, dass ich nicht merke, dass der Tag umgeht. Das ist wie im echten Leben hier. So, irgendwo hatte ich, glaube ich, noch... Da hinten habe ich noch einen Erdklumpen liegen. Aber... Nee, Quatsch. Einmal dahin. Erdklumpen hierhin. Einmal dahin. Erdklumpen hierhin. Dahin. Hierhin. Da drauf. Okay, egal. Schippe mit Dreck. Also erstmal rein in den Eimer. Dann machen wir hier unsere Kurve. Damit wir da angenehm nachher runterkommen. Ist ja einmal etwa voll. Damit wir da auch durchpassen, machen wir das hier ein bisschen breiter. So. Wow. Ist ja gut. Ach, scheiße. Falsche Tasten hier. Da kommt man aber schnell durcheinander. Ich sag's euch. War der jetzt schon leer? Nein, okay. Jo. Bürste. Jo, machen wir hier weiter. Dann werden wir uns den Kopf stoßen. Machen wir das auch weg. Dann gucken wir mal hier am Boden. So, und achso, falls ihr euch fragt, hey, musst du jetzt echt da runterbuddeln, bis das alles da und dass die Maschinen dahin passen und so, da buddelt sie auch ein Wolf. Nein, müssen wir nicht. Keine Angst, das wird nachher etwas schneller gehen. Und zwar kann ich das schon mal verraten, mit der Spitzhacke, die ich unbedingt kaufen mag, können wir nämlich hier größere Teile raus buddeln. Aber dann hat man den Ertrag vom Dreck nicht. Da denkt man erstmal, hör, aber man will den Dreck doch haben. Man kann daraus Erze sammeln. Aber das ist halt nur für den Anfang wichtig. Ne? Also das ist nachher eigentlich sogar praktisch, dass da die Erde nicht abgebaut wird, sondern halt vernichtet wird. Also die verschwindet halt dann. Also die kommt gar nicht zu... Die sieht man gar nicht. Also ihr versteht schon. Das ist auch gut so, dass das so ist. Auch wenn man im ersten Moment denken könnte, das ist nicht gut. Doch, das ist gut. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte was Seltenes gesehen. Nee, Eisenerz. Aber dazu nachher mehr, wenn ich das dann auch mache. Also, ich will damit einfach nur sagen, man kann nachher relativ schnell... ihr seht, wie gut ich bin im Multitasking, nämlich gar nicht. Auch eine schöne Geschichte. Wusstet ihr eigentlich, dass es gar kein Multitasking gibt? Es gibt kein Multitasking. Kann niemand, kann auch keine Frau. Lasst euch nichts erzählen. Das ist nicht machbar. Sondern man springt halt nur hin und her. Ja, das ist so ähnlich wie bei einem Rechner. Wenn ihr Multitasking könnt, dann könntet ihr quasi zwei Bücher auf einmal lesen. Schon mal versucht? Schafft keiner. Geht nicht. Ja, funktioniert nicht. Also nicht im Wechsel. Ein Wort da, ein Wort da, ein Wort da. Da werdet ihr nicht mit klarkommen. Und selbst wenn ihr es schafft und tut, dann ist es uneffizient. Denn man braucht viel länger am Ende dafür. Weil immer dieser Switch Zeit kostet. So ähnlich, wie gesagt, bei einem Rechenvorgang. Im Rechner ist das sehr ähnlich. Da ist es auch sehr anstrengend, wenn der Datenträger immer von einer anderen Stelle gelesen werden muss. Wenn man es jetzt mal so sehen will. Ihr versteht vielleicht, was ich sagen will. Oh, noch ein. Oh, das ist übrigens der beste Edelstein. Achso, das wollte ich euch auch noch erzählen. Ich springe gerade durch die Themen, Leute. Ich weiß, es ist anstrengend mit mir, aber so ist das halt. Ein Gruß an ADHS. Es gibt verschiedene, ne? Natürlich Saphir und hier, das ist ein Saphir, der blaue. Der grüne ist ein Smaragd. Genau. Und der schwarze ist ein Onyx. Onyx? Ich nenne es mal Onyx, steht ja auch da. Das ist der beste von denen. Es gibt noch den roten, den Rubin. Und wenn ich mich nicht täusche, ist die Reihenfolge... Ist die Reihenfolge tatsächlich blau, rot, grün, schwarz? Oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist der schwarze der beste.
So viel steht fest. Das sehen wir aber nachher mit der Waage, können wir das alles rausfinden, was hier wie wertvoll ist, ne? So, die wir noch nicht besitzen. Haben wir noch was Seltenes hier drin? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Okay. Gut. So. Jetzt habe ich gerade so viel erzählt an Schwachsinn oder an Off-Topic, dass ich gerade voll den Faden verloren habe. Ist ja nicht schlimm. So, rein damit. Wasser. Ich überlege, ob sich das schon lohnt. Aber wir machen lieber noch ein bisschen mehr, oder? Leute, was sagt ihr? Was sagt ihr? Da ich nicht twitche, könnt ihr jetzt nichts sagen und ich muss das ganz alleine entscheiden. Eine schwierige Entscheidung. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir machen weiter. So, da unten sind wir. Machen wir hier noch ein bisschen. Unsere Treppe. Unsere Treppe hoch. Vor allen Dingen Treppe. Ist eigentlich einfach nur so ein abschüssiger Weg. Und ich mache das tatsächlich extra so großflächig, damit wir da nicht so. Wow, okay. Oh, das sieht aber, das lässt sich schon ganz gut laufen. Oh, was tue ich denn? Ja, so, perfekt. Machen wir nochmal weiter. Da haben wir noch Erde. Ha. Diesmal nicht, Freunde. Diesmal nicht. Und ihr merkt auch schon, ich mache gerade voll die Mixeimer hier. Also von der obersten Schicht bis da unten. Aber ich mache das ja jetzt hier nur aus kosmetischen. Nee, das stimmt nicht. Nicht kosmetischen Gründen, sondern aus baurechtlichen Gründen. Denn die Bauvorschrift sagt, wir brauchen einen Abgang, damit wir nicht immer ständig da rein und raus springen müssen und uns dabei die Knochen brechen. Das wollen wir ja nicht. Boah, schön habe ich die da hingelegt. Ich weiß. Wunderprächtig. Ja. Ich denke, das sollte auch erstmal so reichen. Und dann gehe ich jetzt nämlich einfach da runter und guck mal, wie wir da weiter vorgehen mit dem Abbauen. Deswegen versuche ich die eigentlich weiter runter zu schmeißen. Hat jetzt nicht so toll funktioniert. Ah, der schon. Okay, also man geht hier so runter. Würde ich sagen, kann da noch was weg? Da. 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 So. Also, das muss jetzt nicht hier perfekt werden, ne? Hä? Ja, genau. Was? Das muss nicht perfekt werden? Hä? Da beschwert er sich hier direkt. Der hört uns nämlich zu. Ja, jetzt lass die Schaufel fallen. Das schauen wir gleich mal, wie wir das da weitermachen. Oh, nicht gesteckt. Da hätte ich aber viel Geld verloren, hätte ich darauf gewettet, dass er das schafft. Wir sind am Buddeln. Hat mich so ein bisschen an Minecraft damals. Da hat man auch ewig damit verbracht. Kohle, Kohle, Kohle. Ich brauche Kohle. Wo ist. Ich habe meinen Eimer eingebuddelt. Special! Hä? Ja, hä? So. Nein. Runter. Ich glaube, jetzt reicht es aber auch langsam. Jetzt muss ich ja auch noch alles waschen. Und das wollen wir uns ja dann nachher ersparen, bevor ich jetzt hier übertreibe. Lassen wir es mal dabei. Wir haben ja auch schon was hier drin. Ach so, ich wollte auch fischen. Ich wollte doch eigentlich fischen. Habe ich das nicht eben sogar gesagt? Oh Leute, ey. Ich und mein Hirn, ne? Eieieiei. Ja gut, es wird nicht gefischt. Hier wird gewaschen. Und so. Ihr wisst schon. Achso, ich habe gar nicht geguckt, ob da was Tolles drin ist. Das sehe ich ja nachher auch beim Aussortieren. Denn wir sortieren ja gleich wieder. Ah nein, das ist wieder passiert. Oh, Freunde. Freunde, Freunde. Das ist mir schon, ich glaube, in der vorigen Folge passiert oder so. Skandal. Na gut. Ich, ja. Ne? Ja, machen wir mal. Jetzt kann ich wenigstens sehen, ob irgendwas Außergewöhnliches da drin ist.
Und vor allen Dingen kann ich das Eisen mal an eine Stelle werfen. Naja, soweit es möglich ist. Na, ist auch egal. Komm, rein damit. Anscheinend war auch nur Gold und Eisen da drin bisher. Eieiei. Und mein Klumpen hier. Rein damit. Scheiße. Dass mir das auch passiert, hör mal. Na gut. Gehört dazu, ne? Ist halt, wo gehobelt wird, fallen Späne-System. Damit muss man klarkommen. Oder man spielt was anderes. Ups, komm mit. Okay. So, nehmen wir den. Upsi. Den noch da rein. Ich überlege, ob das vielleicht schon reicht. Bevor ich jetzt alles hier verbrutze. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Zwei große, zweieinhalb. Ja, komm, einen machen wir noch hier rein. Oh, da ist ein Kristall. Wundervoll. Und. Ja. Komm, einen machen wir noch. Zack. Klatsch. Schrubben. Ach komm schon. Machen wir trotzdem. Alles drin, alles dran. So, okay. Jetzt gucken wir doch mal, dass wir noch was Schönes herstellen. Vielleicht machen wir ja auch mal ein Schwert oder sowas. Nachdenken. Was wollte ich tun? Ach ja, wir kippen das aus. Wir kippen das aus. So. Dann wollen wir nur Eisen erstmal. Eisen. Muss mich mal gerade ein bisschen konzentrieren, bevor ich hier wieder Mist mache. Sehr gut, das ging doch fix. Und das war relativ viel Eisen, würde ich mal sagen. Das ist schon mal sehr gut. Dafür haben wir relativ wenig Gold. Aber ich habe auch viel an der Oberfläche und so. Oberfläche? Ja, auf der obersten Schicht gegraben. So. Los, 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 los. Werd flüssig hier. Währenddessen könnte ich mal eigentlich trinken, aber dafür müsste ich jetzt aufstehen. Mache ich gleich. Habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, wie wichtig Trinken ist, ne? Naja, genau so macht man es nicht, wie ich es gerade sage. Einfach aufstehen und trinken gehen. Rein damit. Und jetzt noch unser bisschen Gold. Ist nicht viel, aber es ist Gold. Das war schlecht positioniert. Na, kommt schon. Na, komm schon. Ist nicht dein Ernst. Wundervoll. Einer ging daneben. Wundervoll. Ein bisschen Goldi. Zack. Müsste jetzt schneller gehen, weil er schon vorgeheizt war. Den müssen wir dann gleich ins Feuer werfen. Und dann machen wir... machen noch eine Axt. Wir machen noch eine Axt. Oder? Nee, wir machen was anderes. Wir gucken mal. Wartet mal. Schmeißen wir es erstmal wieder hier rein. Wir machen... wir machen zwei Dolche. Na, dann muss ich zweimal laufen, das ist auch doof. Na gut, ihr habt mich überredet. Wir können leider noch... ach, wir brauchen auch noch einen Schleifstein, ne? Ja, komm, wir machen einfach eine Axt und dann eins am anderen. Eins da... ist nicht passiert. Klassiker. Das zum Thema Bauhammer. Wir brauchen einen Bauhammer. So viel steht fest. Jetzt machen wir das mal aus Spaß andersrum. Wo ist mein Barren? Wir machen jetzt den Goldbarren mal als Schneide und den Stiel aus Eisen. Zack. Und man sieht, tatsächlich ist das hier auch so dargestellt. Ne? Das mag ich ja auch schon. Das sind so Kleinigkeiten, da stehe ich drauf. Ne? Also, dass das beachtet wird, wo man was reinlegt und wie das dann optisch aussieht, doch, I like it. So, jetzt haben wir Eisenbarren 9,7 und Goldbarren 2,6. Wenn ich mich nicht täusche, ist das fast das Doppelte von dem ersten, oder? Dann müssten das doch, ich schätze den mal auf 244 Coins. Vielleicht sogar mehr. Aber egal, ich bleibe dabei, 244. Jetzt habe ich natürlich den hier entfernt, den muss ich wieder platzieren. Das zum Thema, was habe ich eben gesagt, Bauhammer. Damit kann man das nämlich fixieren, damit das nicht passiert, was mir gerade passiert ist. Passiert aber relativ schnell, wird auch öfter noch passieren. Ist auch nicht so schlimm. So.
Dann kommst du mal dahin. Jetzt gehen wir verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Gucken, ob ich recht habe mit 244. Wenn nicht, dann nicht. Sollte aber auf jeden Fall ausreichen, um jetzt die erste Maschine kaufen zu können. Freunde, los geht's. Los geht's. Ich brauche natürlich für die Maschine auch gleichzeitig noch Rohre. Klong, na, schön. Oh, 202. Ey, da habe ich aber schlecht geschätzt, Freunde. 204. Naja, gut, es ist, wie es ist. Nehmen wir mit. Auf Wiedersehen. Ob das jetzt was ausmacht mit dem goldene Schneide, eiserne Schneide und so weiter, das weiß ich nicht. Ich kann es mir kaum vorstellen. Wenn ich das richtig hier unten in diesen Tooltips lese, geht es tatsächlich um Gewicht und das wird irgendwie mit einem Multiplikator genommen und dann kommen die da irgendwie auf den Preis. Also das ist irgendwie, wo laufe ich hin? Das ist irgendwie alles so, hat schon seine Richtigkeit. Also ich glaube, es ist völlig egal, wie rum man das baut. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Wir stacken unser Geld, wenn man es dann hinkriegt. Jawohl. 520, das bedeutet, ich hätte übrigens auch nachgucken können, wie viel die kostet, indem ich die einfach mal hier draufgestellt hätte. Weil dann sehe ich es ja. 320, das sind gar nicht 420. Dabei war ich so bei 420. Aber gut, nehmen wir 320, ist umso besser. Können wir uns leisten, haben noch 200 übrig. Das hört sich sehr gut an, denn wir brauchen auch Wasser. Diese Maschine läuft nur mit Wasser. In dieser ganzen ja, Goldgräber-Community wird sehr viel mit Wasser gearbeitet, wie bestimmt einige wissen. Ganz wichtiges Thema. So, die Maschinen laufen fast alle mit Wasser. Auch in Real Life, was ja logisch ist, wenn gewaschen werden muss und so weiter und natürlich Wasser immer in der Nähe ist, im Gegensatz zu Elektrizität und so weiter. Get this thing drilled down low for the good stuff. Boah, ah ja, du laberst mir echt zu viel. So, wie viel Geld haben wir? 200. Wir brauchen ja noch nachher Rohre. Das lege ich dann schon mal hier rein. Hier hatte ich sogar noch einen kleinen Cent-Anteil liegen. So. Zack, bumm. Habe ich Cent gesagt? Ich meine Coins. Maschinchen, wir haben ein Maschinchen aus dem Weg. Das vereinfacht unser Leben enorm. Die stellen wir jetzt erstmal, jetzt muss ich kurz überlegen, hier vorne hin, weil wir wollen jetzt ja nicht ewig viele Rohre und so kaufen, denn das kostet ja auch alles Kohle. Also Geld, also Coins. Wisst schon. Jetzt drehen wir das mal so, dass der Wasseranschluss hinten ist. So. Das sieht doch eigentlich vernünftig aus. Ja, so machen wir es erstmal. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein gerades Rohr, wir brauchen ein Ansaugrohr und vielleicht sogar zwei, drei gerade Rohre. Dafür nehmen wir jetzt am besten mal unser Autoli mit. Ich hätte jetzt auch den Karren nehmen können, aber wir nehmen unser Auto, ist zumindest wendiger. Zwar klobiger, aber gut, irgendwo ist immer ein Problem. So, schön gepackt habe ich nicht, wie immer. Thanks for your Wir business. brauchen ein Ansaugerohr. Ein Ansaugerohr. Oh, das ist gar nicht teuer. 36. Wundervoll. Wie viel haben wir denn? 218. Dann brauchen wir ein gerades Rohr. Und noch ein gerades Rohr. Und noch ein gerades Rohr. Und weil wir es können, kaufen wir uns auch noch ein Ventil. Oh, 85. 85. 85? Naja, gut. Kommen wir aber trotzdem hin. Das sollte jetzt erstmal für den Start reichen. Ich denke, wir kaufen das mal so. So, jetzt machen wir wieder hier unseren Lademechanismus, damit wir hier nicht ewig dran sind. Legen das alles schön hier rein. Na, ich bin zu weit weg. Da. Und unser Ventil nehmen wir auch noch mit. Und unser Wechselgeld nehmen wir diesmal auch mit. So, dann wollen wir doch mal gucken hier, ob wir unser Maschinchen ans Laufen kriegen. Es wird auch schon wieder Nacht anscheinend, oder ist es morgens? Ich glaube, es wird Nacht. Gehen wir erstmal gleich eine Runde pennen. Parken wir mal hier so ganz unprofessionell, wie immer. Wo ist mein Bett? Hui. Gehen wir mal schlafen. So, und jetzt gehe ich was trinken. So sieht's aus. Einen Moment. So, und da bin ich auch wieder. Fortsetzen, fortsetzen. Geschlafen habe ich. Wundervoll.
Getrunken habe ich auch. Perfekt, kann weitergehen. Hab den Faden trotzdem verloren. Nee, genau, unsere Rohre. Also, wir haben ein Ansaugrohr. Das platzieren wir jetzt natürlich so effizient wie möglich. Nämlich hierhin. Wunderprächtig. Dann brauche ich auch tatsächlich nur zwei gerade Rohre. Wie gesagt, das mit dem Platzieren ist so eine Sache für sich. Genau. Ne? Wie man merkt, ist das ein bisschen frickelig. Aber es gehört dazu. So. Das heißt, wie man hört, ist diese Maschine jetzt aktiv. Das ist sehr gut und deswegen habe ich auch das Ventil gekauft, denn wir haben ja gelernt, es stand ja eben dabei, dass diese Maschine auch einen gewissen Verschleiß durch das dreckige Wasser. Ne? Wir saugen hier, sieht man ja, wir saugen eher Schlamm an als pures, sauberes Wasser. Das bedeutet, die Maschine nimmt Schaden, wenn die läuft. Man kann auch Wasserfilter kaufen, womit man dann die Haltbarkeit der Maschinen quasi, ich sag mal so, sehr wahrscheinlich gehen die Filter nicht so schnell kaputt oder kosten nicht so viele Reparaturwerkzeuge, wie wenn die Maschine kaputt ist. Was aber der eigentliche Vorteil ist, ist der, dass wenn nachher die Maschinen da unten irgendwo stehen, man immer hier oben reparieren kann und nicht die Maschinen, sondern nur die Wasserfilter repariert und nicht immer zu den Maschinen laufen muss. Also man hat dann einen zentralen Punkt, wo man was reparieren muss. Da kommen wir aber später noch dazu. So, wir haben diese Maschine. Und das bedeutet, die steht eigentlich total scheiße. Warte, können wir uns nicht noch einen Block leisten? Ein Block wäre toll. Wir gucken mal gerade, ob wir für 31, ich glaube, die sind nicht teuer. Ich weiß gerade nicht, wie viel. 20? 12? 12 oder 21? Irgendwie sowas. Wir gucken mal, ob wir uns einen Block leisten können. Oh, 5. Wundervoll. Dann nehmen wir direkt 2. Einen holen wir dann ab, wenn wir ihn brauchen. Nehmen wir. Geld lasse ich jetzt hier, weil ich werde noch einiges mehr kaufen müssen, mit Sicherheit. Aber ich möchte diesen Block gerne haben, damit ich das, was er hier ausspuckt, gleich auch relativ gut auffangen kann. Mit einem Eimer oder einer Schüssel. Ich will den weiter unten haben, Freunde. Oh nein, das geht jetzt, glaube ich, nicht wegen... Ah doch, oh, toll. Doch, das war hier und dann so. So sieht das doch gut aus, ne? Ja, ja, wundervoll. Und da stellen wir am besten die große drunter. Siehst du, davon brauche ich nämlich dann auch noch eine. Die stellen wir jetzt mal hier so hin. In der Hoffnung. Ich stelle sie mal lieber weiter nach hinten. So, in der Hoffnung, dass unser Erz da reinfällt. Sollen wir das einfach mal ausprobieren? Wir probieren das. Wassermarsch? Nein! Ja, man kann das Ventil auch einfach entfernen. Das funktioniert auch. Besser ist, man dreht es auf. Dann bleibt es auch dran. So, jetzt sehen wir ja erstmal einen kleinen Stein und schmeißen den hier oben rein. Und gucken mal. Ah, scheiße, ich will das sehen. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Lass mich hier. Oh, oh, oh. Ich brauche den zweiten Block. Schmeißen das hier rein. Zack. Habt ihr gesehen? Ich sollte Basketballer werden. Ja, hab genau getroffen. Da sind die Erze. Nehmen wir noch den großen Klumpen. Schmeißen den hier auch noch rein. Zack. Und alles in der Schüssel. Wunderprächtig. Das Geile ist jetzt allerdings, das habe ich tatsächlich erst spät gemerkt, ich kann die Schaufel nehmen, schaufeln und die direkt quasi da rein... Oh mein Gott. Ah! Okay, Vorführeffekt Deluxe. Eigentlich kann ich die doch... Konnte ich die nicht? Okay, das... Hä? Habe ich das nicht letztes Mal so gemacht? Anscheinend nicht. Konnte ich nicht da einfach... Nein, genau. Dafür bräuchte ich, glaube ich, ein Laufband. Dafür bräuchte ich, glaube ich, ein Laufband. Aufs Laufband kann man, glaube ich, draufschaufeln. Oder gibt es hier einen Trick und ich habe ihn nicht... Nee. Nee, das geht nicht. Okay, also vergesst, was ich gesagt habe. Wir nehmen weiter in die Eimer. Dann habe ich das erst gemacht, als ich ein Laufband hatte. Aufs Laufband kann man nämlich draufschaufeln. Aua! Es tut weh. Man sollte nicht in den Häcksler laufen. Im Real Life sollte man das tatsächlich berücksichtigen. Gut, wir machen die Eimer also voll und können aber dann die Eimer da reinkippen. So viel steht fest. Machen wir mal eben. Ich hätte eigentlich das Ventil mal nutzen sollen, denn gerade wird die Maschine für Nüsse beschädigt. Aber das investieren wir jetzt einfach mal. Alles voll, wundervoll.
Alles voll wundervoll. Es ist wundervoll. Und dann können wir hier hingehen und die direkt hier reinkippen. Zack. Und da kommt ein Goldbarren. Ja, vor allen Dingen ein Barren. Nugget. Es gibt Nuggets. Zack. Und wieder da rein. Ja, das erleichtert natürlich hier schon echt um einiges die Arbeit. Und wir brauchen noch eine zweite Schüssel. Denn... Nee, ach, was mache ich denn ständig hier? So. Brauchen wir überhaupt eine zweite Schüssel? Es wäre zumindest praktischer, ne? Weil wenn ich dann aussortiere, dann kann er... Aber es bringt ja nichts. Ich muss ja manuell reinschaufeln. Ich glaube, wir brauchen erstmal keine zweite Schüssel. Ja, das will ich noch gar nicht aussortieren. Das ist ein bisschen früh. Ja, so sieht das aus. Wundervoll. Prächtig. Hm. Das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen Gas geben und machen mal noch hier ein bisschen den Weg schöner, damit wir hier unten dann irgendwann mal... Also, nächstes Ziel, ganz klar, könnt ihr euch sehr wahrscheinlich denken, ist, den Bohrer zu kaufen. Weil dann, wie der Name schon sagt, brauchen wir auch nicht mehr schaufeln. Ha! Das wäre natürlich super. Aber mein Ziel war es ja eigentlich, bis unten hinzukommen. Aber die Spitzhacke, die ist auch noch wichtig, damit wir das hier nachher schön vorbereiten können. Jetzt lass sie doch. Mensch, der wehrt sich aber heute auch hier. Jo. Achso, den zweiten Block wollte ich holen, dass ich nicht immer hier hinten rumkrabbeln muss. Kann ich eigentlich, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, einfach das Ding da voll machen und dann die Maschine anmachen. Da würde ich ja auch viel Laufzeit sparen. Ich vermute mal ganz stark, dass das funktioniert. Und dass das sehr wahrscheinlich relativ clever ist, das so zu machen. Oh. Ach, der hat das groß gemacht. Alles klar, der hat den gestackt. Das dürfte ja überhaupt nicht stören. Upp. Schön da rein. Schauen wir mal. Ja, wundervoll. Oh, einer ist daneben gefallen. Ja, ich habe den Eimer umgestellt. Anscheinend nicht gut. Ah, da sehen wir auch schon wieder, dass wir einen Edelstein gefunden haben. Hier hin. Machen wieder aus. Ja, das ist cool. Dann brauchen wir die gar nicht so verschleißen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die immer verschleißt, wenn die läuft und nicht arbeitet. Das werden wir nachher mal rausfinden mit der Lupe. Oder ob die halt nur beim Verarbeiten den Verschleiß hat und am Ende doch denselben Verschleiß hat, als würde ich sie laufen lassen. Ich hoffe, ihr könnt mir gerade folgen, was ich damit meine. Das werden wir herausfinden. Aber nicht jetzt. Jetzt tun wir mal so, als wäre das nicht so. Weil... Die Möglichkeit ist ja doch relativ groß, dass es so ist, wie ich denke. Und wir somit ein bisschen effizienter gerade arbeiten. So, wir buddeln, buddeln, buddeln. Ich laber jetzt mal nicht so viel. Dann könnt ihr gegebenenfalls tatsächlich vorspulen. Oder ich werde es nachher einfach im Videoschnitt vorspulen. Deswegen bin ich jetzt einfach mal ein bisschen stiller. Ich hole den zweiten Block. So viel steht fest. Das nervt mich nämlich, hier hinten rumzulaufen. Vielleicht noch einen Block. Dann habe ich so eine Art Leiter. Kann man die Blöcke einfach so hochlaufen? Das weiß ich nicht. Das finden wir jetzt auch noch heraus. Das zum Thema. Ich laber jetzt erstmal nicht. Das ist ja jetzt doch nochmal eine interessante Sache, die ich hier mache. Wir nehmen direkt drei. So. Hä? Hat er den nicht mitgezählt? Doch. Hä, wieso hat das so 10 gekostet? Ach, den einen hatte ich ja schon bezahlt. Oh, gut, dass er aufpasst. Jetzt hätte ich dem beinahe 5 Coins geschenkt. Das geht ja gar nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier... Die Angel ist im Weg, sehr wahrscheinlich. Da muss ich hoch. Okay, das stört die Angel nicht. Legen sie trotzdem weg, das gefällt mir nicht. Upsi. Ich hätte jetzt schon wieder auch mein Auto nehmen können, aber wir sind sportlich. Zack. Sportlich, sportlich. Wie lange nehmen wir schon wieder auf? 30 Minuten. Ja, das geht doch noch. Verhältnis zum letzten Mal. Das ist doch easy. So, kann ich hier einfach... Ne, man muss springen. Okay. Aber das funktioniert gut. Das lassen wir mal so. Einmal. Das funktioniert gut, ja, hat er gesagt. Übungssache. Welcher war noch voll? Bist du voll? Ja. Ich werde den leeren jetzt hier mitnehmen. Würde zu meinem Stil passen. Gucken, wie viel wir da so drauf gestapelt kriegen.
So, wir wollen immer noch tiefer buddeln, ne? Ich bin anscheinend noch nicht am Bo. Ach, der dritte war auch noch. Ach, ich habe wieder ausgeschaufelt hier. Klassiker. So, wie wir sehen, haben wir jetzt hier echt schon wieder Ausbeute gemacht. Also diese Arbeitserleichterung ist echt enorm mit dem Gerät. Das ist echt prächtig. Da können wir doch gut mitarbeiten. Da haben wir wieder einen Saphir. Der sieht gar nicht so klein aus. Obwohl, naja. Da muss doch irgendwo was Tolles sein. Da ist noch ein Smaragd. Da leuchtet auch noch ein Kristall irgendwo. Muss man natürlich jetzt irgendwie greifen. Haben wir hier Eisenerz. Ich würde sagen, ich sortiere einfach mal. Lohnt sich vielleicht ja auch schon wieder. Schmeißen wir hier hin. Zack. Den stellen wir schon wieder ab. Ach, bin ich am falschen Block. Also, Leute, was ist denn da los? So. Aber es funktioniert echt prima, muss ich ja sagen. Das ist doch schon mal sehr cool. Aha. Dann wollen wir mal. Fangen wir wieder mit Eisen an. Also Eisen, weil Eisen ist einfach besser zu erkennen. Da, ich warte ja immer noch auf dieses Material, was wie Gold aussieht, aber kein Gold ist. Falls ihr euch erinnert. Ich glaube, ich schon eine Million Mal erwähnt, aber noch nichts gefunden davon. Gerade ein bisschen aufpassen, dass es auch wirklich Eisenerz ist. Da gucke ich immer unten links halt, weil hier sieht man zum Beispiel ist noch ein Saphir dazwischen, der schon sehr ähnlich aussieht. Ich sehe schon wieder, ich muss schlafen. Tadang! Die Sonne geht auf. Das ist nicht im Sonnenlicht wesentlich einfacher zu erkennen hier. Auch wenn jetzt die Sonne erst aufgeht, weil das relativ fix geht. Eisen, Eisen. Eisen, Eisen. So, haben wir. Zack. Und das ist alles Gold tatsächlich, ja? Immer noch nicht dieses komische andere Erz dazwischen. Also es unterscheidet sich optisch natürlich ein bisschen, ne? Also so ist es nicht. Aber ich habe immer Angst, dass ich es übersehe, weil es echt ähnlich aussieht. Zumindest je nach Lichtverhältnis, sagen wir es mal so. Aber die Sonne geht auf. Das ist nicht toll. So, zisch. Sehr gut. Da haben wir unser Eisenbarren. Der ist jetzt auch schon etwas größer als. Upsi. Na komm. Geht das wieder los. Als die ersteren. Ist denn hier mit dem Boden? Hör mal. Aha. Die Hälfte geht daneben. Ich stand nicht gut. Egal. So. Gold. Den Schleifstein. Das ist unser nächstes Ziel, würde ich sagen. Dann könnte ich nämlich tatsächlich mal Ringe und Ketten machen. Das gibt, glaube ich, echt noch mal wesentlich mehr als diese Axtnummer. Genau, vielleicht sollten wir das bevorzugen. Bin ich mir jetzt gerade unsicher, was wir als erstes kaufen. Wir gucken einfach mal, wie viel Geld wir nachher haben, wenn wir das verkauft haben. Wir machen jetzt noch eine Axt. Oder sollen wir mal. Nee, wir bleiben bei der Axt. Jetzt müsste ich jetzt so einen dritten Barren machen. Den machen wir nicht. Was haben wir hier? Das müsste Gold sein. Wir machen wieder den klassischen Goldstiel. Und die Eisenschneide. So. Zack, bumm. Tada! Was haben wir diesmal? 6,5 und 16,5. 244, Leute. Ich werde schon noch irgendwann meine 244 bekommen. Wir gehen mal gucken. Achso, falls man auf die Idee kommt, jetzt hier so Bäume zu fällen oder so, das funktioniert nicht. Habe ich natürlich ausprobiert, so ist es nicht.
Rechts funktioniert nicht. Ich glaube, die kann man tatsächlich einfach nur verkaufen. Oder halt handeln. Je nachdem, wie man das jetzt sehen will. So, und? Oh, wow. Okay, cool. 392. Das ist doch gut. Das ist doch wunderbar. Da kriegen wir auf jeden Fall unseren Schleifstein. Also ich würde sagen, den Schleifstein machen wir jetzt zuerst, damit wir dann vielleicht auch eine Kette und so machen können. Oder? Warte mal, die Maschine ist aber auch logisch, ne? Oh, Leute, helft mir. Ich glaube, wir machen die Maschine. Wir machen die Maschine, dann brauchen wir nicht mehr buddeln. Ah, ich muss noch buddeln. Nee, ich brauche die Spitzhacke. Okay, Leute, nein. Step by step. Ich will mal nicht hier voreilige Sachen, falsche Entscheidungen treffen. Wir machen Folgendes. Wir bleiben dem Konzept treu. Den schmeiße ich mal gerade einfach hier hin. Pep. Und kaufen jetzt tatsächlich den Schleifstein. Da sind wir bei 84. Wir haben 400. Und dann holen wir nämlich auf jeden Fall noch... Was habe ich gerade gesagt? Bin ich doof? Achso, die Spitzhacke. Die Spitzhacke, damit wir endlich richtig buddeln können. Weil sonst macht ihm der Bohrer ja auch noch keinen Sinn. Dann kann ich den ja gar nicht da platzieren, wo ich das gerne hätte. Und wir haben immer noch was über. Was ist denn noch wichtig? Ich würde ja so gerne eine Waage holen. Sollen wir schnell eine Waage... Das will ich auch haben. Ich will alles haben. Ich will alles haben! Nein, wir bleiben cool. Wir bleiben cool. Wir sparen lieber mal gerade einen Groschen, damit wir nicht ewig beschäftigt sind. Nehmen unsere Spitzhacke mit. Weil damit können wir auf jeden Fall dann unsere Mine da quasi richtig bauen. Das geht gleich richtig voran. Und... Wir brauchen den Schleifstein, dann machen wir nämlich mal einen Ring oder eine Kette, je nachdem. Ich überlege gerade, falls ihr euch wundert, warum ich so hakelig rede, ob wir eventuell ab jetzt schon Eisen sparen. Denn Eisen kann ich schon mal vorwegnehmen, brauchen wir nachher noch ein bisschen viel von, um gewisse Dinge zu craften. Bis dahin war ich schon im ersten Spiel. Das überlege ich mir, während ich hier arbeite. Also, erstmal... Genau, schaufel ich daneben. Erstmal nehmen wir jetzt unsere Spitzhacke. Ich zeige euch mal eben, was sie macht. Die macht nämlich hier so ein größeres Loch. Und wie eben schon erwähnt, hier bleibt nichts übrig. Also ich habe jetzt keine Erde oder Klumpen, Erdklumpen, um die zu waschen. Sondern das ist einfach nur Terraforming, damit ich das hier schön machen kann. Da, wo ich hin will. Und da, wo ich hin will, können wir dann ja auch abbauen. Man kann die auch gedrückt halten. Ist nur ein bisschen gefährlicher. Kaum sage ich es. Genau. Das machen wir jetzt erstmal. Wir machen das hier auch alles schön großflächig. Bis das Auto ins Loch fällt hier. So, damit wir dann auch mal da unten ans Ziel kommen zu dem wertvollen Zeug. Muss ich hier mal kurz ein bisschen aufpassen. Weil, wie gesagt, also die Tiefen ist optisch irgendwie schwierig zu erkennen. Oder ich stelle mich total an. Aber irgendwie, vielleicht durch die Schattenspiele und so, komme ich da nicht ganz so mit klar. Ja, hier sieht man jetzt auch mal, wo der Bedrock ist. Also hier die Wand quasi ist dann, die ist ganz schön steil, diese Wand. Vorbei mit Buddeln. So. Aber ich will hier tatsächlich auch bis unten hinkommen. Guck mal, da ist irgendwie schon, ich glaube, hier ist schon zumindest der erste Boden. Es geht bestimmt noch tiefer. Ich kann das gar nicht genau sagen, wie tief es geht. Ich glaube nicht, dass ich bei meinem ersten Spielversuch bis unten war, sondern nur so ein Stück weit unten. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Da will ich jetzt mal nichts Falsches sagen. So, hier gehen wir runter. Dann machen wir hier noch ein bisschen mehr Platz. Damit wir es hier auch angenehm gestalten. Denn nichts ist schlimmer, als schlecht hier wieder hochlaufen zu können. Das wollen wir nicht.
So, okay, ich melde mich zurück, denn den Part werde ich auf jeden Fall ein bisschen beschleunigen nachher im Video. Jetzt sind wir bei 46 Minuten, sehr wahrscheinlich minus 5 ungefähr. Ich denke, das reicht jetzt erstmal an Tiefe, denn das kann ich sonst nachher oder später noch weiter runtersetzen, denn sonst wird das hier eine extremste Aufgabe, wenn wir nachher die Maschinen hier runterstellen, dieses ganze Wasser hier runterzubringen ohne Druckverlust, denn ihr müsst wissen, diese Rohre, die Wasserrohre, da komme ich jetzt mal drauf zu sprechen, weil das jetzt relevant wird. Wenn ich hier unten den Bohrer hinstelle, dann muss ich ja auch Wasser hier runter bekommen, denn der Bohrer wird natürlich auch mit Wasser betrieben und die Rohre, also das System funktioniert folgendermaßen. Und zwar diese Pumpe hier. Wartet mal, ich erkläre das mal eben. Das ist elementar. Und zwar diese Pumpe, die saugt mit 100% Wasser an. So, diese 100% gehen hier durch die Rohre. Jedes normale Stahlrohr oder was auch immer das hier ist, also die schlechtesten Rohre quasi, verbrauchen pro Rohr 3% Druck. Sprich, wir verlieren also 100%. Dann haben wir hier quasi 97% und dann geht das immer weiter runter quasi. Ja, also das wird immer weniger. Und wenn wir jetzt überlegen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lassen wir es mal am Ende mit allen möglichen Kurven und so. Haben wir nachher, ich sage jetzt einfach mal 20 Rohre. Und bei 20 Rohren haben wir natürlich dann schon 60% Druckverlust. Und das ist natürlich enorm. Und dann arbeitet der die Maschinen, also ob Bohrer oder sonstige Maschinen, wie er da auch dran steht, wesentlich langsamer, uneffektiver oder machen nicht so tolle Sachen daraus, ne? Der würde zum Beispiel mit weniger Wasserdruck nicht so tolle Nuggets rausholen, sondern nur kleinere Nuggets. Also so verstehe ich das zumindest. Korrigiert mich, wenn das nicht so richtig ist. Auf jeden Fall hat es Auswirkungen. Und dementsprechend ist es vielleicht am Anfang gar nicht klug, direkt bis zum Boden zu buddeln, denn ich habe keine Ahnung, wo hier der Boden ist. Ich glaube, dass ich das letzte Mal auf dieser Höhe war, weil hier gibt es auch Bedrocks irgendwie, die so mittendrin stehen. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie das. Es wird nicht einfach so ein, wie so ein Pool sein, der jetzt mit Wasser, mit Dreck befüllt ist, sondern da werden sehr wahrscheinlich Unebenheiten drin sein. Kann ich euch noch nicht sagen, weil ein größeres Loch wie das habe ich hier noch nicht geschaufelt. Also ist für mich jetzt auch alles hier Neuland. Und dementsprechend werden wir jetzt uns damit mal zufrieden geben. Denn eigentlich, als ich das erste Mal so einen Bohrer aufgestellt habe, habe ich den natürlich hier oben aufgestellt, ne? Aber die oberste Schicht ist natürlich nicht so effizient wie untere Schichten. Das heißt, ich freunde mich mit dieser Tiefe gerade mal an und wir werden dadurch nicht so extrem viele Rohre verbauen müssen, dass wir diesen Bohrer dann betreiben können. Das bedeutet wiederum, wie sieht denn das hier aus? Hatte ich jetzt schon geschmiedet? Ich bin verwirrt. Doch, klar, gell? Gott. Habe ich ja alles schon verkauft und so waren ja 400, nee, 398 oder so. Genau. Genau, Spitzhacke hatte ich gekauft. Oh Gott, Freunde. Ich bin ja völlig raus gerade. Spitzhacke und was hatte ich noch gekauft? Ich habe da noch irgendwas gekauft. Was verdammt nochmal habe ich denn eben noch gekauft? Habe ich das schon geholt? Das liegt da bestimmt noch. Schleifstein! Mein Schleifstein! Oh Gott, bin ich durch. Der Schleifstein. Den habe ich schon gesetzt. Oh Gott, ich bin besoffen. Nein, bin ich nicht, aber wow. Okay, so ist das mit mir. Der steht ja schon hier. Das bedeutet, wir können jetzt unsere kleinen Edelsteine hier nehmen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal was Wertvolleres. Ich sag mal, wir nehmen mal nicht den super teuren, wir nehmen mal hier so einen blauen. So einen blauen Saphir. Und jetzt gehen wir an die Schleifmaschine. Einen Linksklick. Zack. Und wir haben einen Saphir. Das übrigens, warum überlege ich lange, können wir mit allen Edelsteinen natürlich hier gerade mal machen, dass sie schon mal geschliffen sind. Das machen wir mal schnell. Auch hier den teuren Onyx. Und das machen wir jetzt mal schnell, genau. Gut, dass ich die da hinten hingelegt habe. Ich könnte natürlich auch den Schleifstein einfach da vorne hinstellen, aber die Mühe mache ich mir jetzt. Ja. Ja. Und noch mehr. Und noch mehr. Und. So. Das waren, glaube ich, alle. Ja, genau. Also, ich weiß, dass wir die Kristalle, die können wir auch zu Barren schmelzen. Das hier, glaube ich, können wir auch zu. Also diesen Kernstein, glaube ich.
Warte mal, ein Kernstein-Nugget kann im Tiegel zu einem Barren geschmolzen oder direkt verkauft werden. Okay, den können wir auch einschmelzen. Das mache ich zwar noch nicht, aber das können wir tun. So, die haben wir alle geschliffen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal noch ein, machen wir noch ein, Ring. Zumindest ein Ring oder eine Kette. Vielleicht machen wir auch eine Kette. Genau, ich hatte ja gesagt, ich überlege mir, ob ich mein, oh Gott, das ist ja auch Bedrock, okay. Ob wir das Eisen aufsparen, das machen wir aber noch nicht. Das machen wir nicht, solange wir nicht den Bohrer haben. Weil dann wird sich das sowieso mit dem Eisen etwas vermehren hier. Wir benutzen jetzt erstmal alles, was wir hier rausbuddeln, um an Kohle zu kommen. Denn die Coins sind nun mal elementar, elementar, um hier vorwärts zu kommen. Und das sollten wir auch nicht aus den Augen verlieren. So. Wunderprächtig. Lass die Schaufel los. Ja. Schmeißen wir das hier oben wieder rein. Hattet ihr eben vielleicht mitbekommen? Ich hatte da nichts gesagt, weil... Oder? Naja, auf jeden Fall, ich musste ein paar Klumpen nochmal so nachstopfen. Das ist natürlich nicht wild. Das geht auch ganz schnell. Weil er die nicht mehr... Ach, scheiße. Nicht mehr richtig, ja, geschreddert bekommen hat. Ey, Leute, was ist denn los mit mir? Immer diese falschen Tasten. Ist ja schrecklich. So, die stellen wir jetzt mal ein bisschen weiter darüber. Dann macht das das Schaufeln wesentlich angenehmer. Schaufel. Schaufel, Schaufel. Ah, hier ist aber irgendwie Boden. Vielleicht bin ich ja doch hier am Boden. Und dann würde ich das ja doch ausbuddeln noch, weil dann ist es wesentlich schöner vom Bodenverhältnis. Also viel ebener. Das beobachten wir mal. Wenn das hier wirklich... das letzte Stück war, wo ich aufgegeben habe oder aufgeben wollte, weiter zu buddeln, könnte das genau der Punkt sein, wo der Boden eben ist. Dann machen wir das natürlich noch. Aber da ich ja eh noch Zeugs brauche, weil wir Geld brauchen, ist das doch gerade sehr angenehm. So. War das der richtige? Nein. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Glaube ich, mit dem leeren Eimer hoch wäre auch nicht das erste Mal. So, mein Aufgang ist auch suboptimal. Man kann natürlich auch nachher Leitern und so verbauen, damit man da gemütlich hoch und runter kann. Also so ist es nicht. Wir machen nochmal alle drei voll. Gucken wir, ob das hier tatsächlich alles so eben bleibt. Weil wie gesagt, dann werden wir auf diesem Boden nachher unseren Bohrer setzen. Vorausgesetzt, das ist Boden. Also Bedrock-Boden, ne? Wo man nicht mehr weiter schaufeln kann. Oder graben kann. So. Ich versuche mich so leicht zu konzentrieren, damit das hier ein bisschen besser alles läuft. Dadurch muss ich mein Reden ein bisschen einstellen. So. Oh, das war gut. So. Zack, runter damit. Cool. Jetzt schmeißen wir das Gerät wieder an und hoffen, dass mein Bottich da relativ gut steht. Oh ja, das war gut. Na, und ihr seht, die hängen jetzt so ein bisschen. Dann schmeiße ich die einfach nochmal da rein. Daran soll es nicht scheitern. Wundervoll. Okay. So. Nehmen wir wieder unseren Bottich. Kippen den hier einfach wieder stylig aus, stellen den wieder hier hin. Also ihr seht schon, ne, das vereinfacht die Sache hier echt ungemein. Da kommt man tatsächlich mal ein bisschen vorwärts hier. Die Stunde geht wieder fast eine Stunde. Leute, die Folge. Das heißt, ich werde jetzt gleich dann mal hier einen Cut machen. So, Eisen, Eisen, Eisen. Machen wir wieder wie eben. Eisen, Eisen, Eisen. Und jetzt machen wir ja, genau, wir machen eine Halskette, habe ich entschieden, ne? Habe ich eben gesagt, ja. Wir machen eine Halskette mit einem, was machen wir denn hier? Halskette mit einem, ich glaube, das Blau seltener ist als Grün. Ich gehe schwer davon aus. Nehmen wir hier so einen blauen Stein, also ein Saphir.
Dann nehmen wir unseren Eisenbarren, der jetzt hergestellt wird. Dann nehmen wir unser Gold. Zack, 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 zack. Zack, zack. Oh nein. Zack, zack, war wohl nicht. Oh, ist besser. Gold. Goldbarren. Das müsste jetzt schnell gehen, weil der Tiegel ist noch relativ heiß gewesen. So, ja, genau. So, und dann schmeißen wir die wieder hier rein, damit die schön heiß sind. Bei der Kette übrigens weiß ich gerade gar nicht, wo der Unterschied ist bei 1 und 2. Das können wir gleich mal beobachten, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Dann nehmen wir mal den Goldbarren auf 2 und Eisen auf 1. Und dann schauen wir mal, ob man da was erkennt. Tada, wir haben eine Kette. Wupp, wupp. Ja, okay. Also auf 1 hatten wir Eisen, habe ich gesagt, ne? Genau, dann ist 1 sehr wahrscheinlich die Kette. Die ist jetzt aus Eisen. Wow. Und 2 scheint die Fassung vom Edelstein zu sein. Das ist nicht Gold. Das können wir mal das nächste Mal, wenn ich eine Kette mache, mache ich es mal andersrum. Ob das wirklich so ist? Ich denke ja. Ergibt Sinn, oder? Eine wunderschöne Kette. Wir haben eine Kette. Wir haben eine Kette. Wie viel wird sie wert sein? Sollen wir mal eben schätzen? Ich sag 444. So, wir gehen verkaufen. Schauen wir mal. Was willst du, mein Freund? Ach, der will diesen Nugget. Diesen 1,5 Unzen Nugget. Wie gesagt, die Waage müssen wir unbedingt kaufen. Die ist tatsächlich wichtig und sinnvoll und hilfreich. Okay, es glänzt auf jeden Fall. Boah, 646. Das ist cool. Das ist gut. Das Gute ist das. Nehmen wir. Tschüss. So. Habe ich jetzt gesagt, die nächste, den Bohrer, ne? Den Bohrer habe ich gesagt. Habe ich das gesagt? Oder habe ich noch was vergessen? Schleifsteine und so hatte ich, genau. Ich denke, das wird unser Bohrer. Aber wir machen jetzt hier wieder einen Cut, Leute. Das war Folge Nummer 3. Genau. Wir haben wieder viel geschafft. Wir haben Edelsteine geschliffen. Wir haben zumindest hier unseren Wäscher schon am Start. Wir haben hier schon vorbereitet für unseren Bohrer. Das bedeutet, wir sehen einer goldigen Zukunft in die Zukunft. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin, glaube ich, auch durch für heute. Wir haben, wieso, verdammt nochmal, haben wir 2 Uhr nachts. Also das Spiel ist wirklich Wahnsinn. Also das frisst die Zeit ungemein. Wie gesagt, das meine ich sehr positiv. Und ich werde jetzt mal schlafen gehen, denn ich bin auch durch. Hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche euch was. Schlaft gut. Sehr wahrscheinlich guckt ihr gerade um 8 Uhr morgens, aber wann auch immer ihr das nächste Mal schlafen geht, schlaft gut.